So, Hund ist jetzt zufrieden. Ich wechsle jetzt zu Cola von Tee. Guten Abend, Marvin, Chat. Und dann machen wir mal eben weiter. So, fortschrittliche Bauteile. Total super und toll. Und danach sollten wir mal... Ich denke mal, die Werte werden sich nicht verändern, ob vornehm oder normale Marine-Rüstung. Das bleibt alles gleich. Ach, Hund. Dann komm her. Oh. Ja, jetzt kannst du dich beruhigen. Jetzt hast du schön dein Häufchen gemacht draußen und du hast nasse Pfoten. Toll. Kann ich die Hose gleich direkt in die Wäsche machen. Habe ich vergessen, die Pfoten sauber zu machen beim Reinkommen? Anscheinend. Ja, rede mit ihr ein bisschen. Der Entzug wird noch ein bisschen dauern. So, das sind die Ermächtigungen. Ich war schon am überlegen, hä, was war das denn hier für ein Reiter? Die Ermächtigung, falls du dich für das Imperium entscheidest und mit denen den ganzen Kram machst. Die Impulslanze darum. Tja, Leute, jetzt Falke machen, der dadurch noch ein bisschen profitieren kann. Ja. Weil er wird der anführende Mechaniker. Wobei, Moment, wir sollten ihm zwei neue Arme erstmal geben, damit er schneller arbeiten kann. Doch hin, Schatz. Leg dich einfach hin. Ja, dann leg dich halt auf den Tisch, Schatz. Und danke, Relamor, fürs Folgen. Es war 14 Minuten her, aber ich war mit dem Hund draußen. Ich glaube, du hast einfach wegen dem Bild gefolgt. Nein, dieser Grizzlybär soll bitte uns verlassen. Der soll aus meinem Gehege rausgehen.
Bauteile, alles brauche ich nicht. Glattes Leder brauche ich nicht. Kamelhaut brauche ich nicht. Alle Fellarten brauche ich nicht. So, ich hoffe, ihr bietet irgendwas Vernünftiges noch an. Die Schutzjacke kann weg. Der leicht beschädigte Stahlhelm. Ein Stufe 4 Transportroboter. Den kann ich aber schon selbst herstellen. Super. Dann halt so. Er macht das super. Moment, Falke. Nein. Jetzt hör auf, da irgendwas herzustellen. Mach hier weiter. Welches Spielende strebst du an? Ich will eigentlich als nächstes mal so ein bisschen aufräumen in der Umgebung. Ich habe so viele offene Sachen. Aber dieses spezielle Ende mit den Archon-Nexus, dass du, ja, dreimal deine Kolonie aufgibst, finde ich ein bisschen super dämlich. Können wir lieber zu den antiken Komplexen mal gehen und unsere heiligen Gegenstände holen. Für unsere Religion erstmal. Schon bei 450.000 wert für die Kolonie. So, Falke, komm mal her. Operation. Bionischer Arm, rechte Schulter. Bionischer Arm, linke Schulter. Und Serena ist zwar betrunken, aber die kann das erledigen. Oh mein Gott, wie kann das fehlschlagen, Serena? Kann das fehlschlagen? Du
Du hast Medizin 16. Und das hat mich jetzt den Arm gekostet, ey. Boah. Richtig schlecht. Guten Abend, Korvegan. Kann man Oberkörper, Namen und so weiter ersetzen? Ohne Mod eigentlich nicht. Du kannst den Bioverformer benutzen dafür mit zwei Glitzermedizin. Und kannst damit eine permanente Wunde wegmachen. Aber er hat eh einen Schmerzstopper, da ist egal, was für Wunden er hat. Also das ist die einzige Vanilla-Möglichkeit, mit den Bioverformer-Kapseln sowas wegzukriegen. Oder halt, du ersetzt das Körperteil mit was Bionischen. Es gibt ein paar Mods, die geben die Möglichkeit, auch den Oberkörper zu ersetzen, beziehungsweise Probleme da zu lösen. Jolly liegt eigentlich nur rum, ey. Durchgehend. So. Danke fürs Folgen, Amazing. Ja, aber du kannst, selbst wenn du jetzt mit ohne Mods schon sehr lange ein Spiel spielst, vor allem diese bionischen Mods, kannst du immer noch einsetzen. Später Mods wegzunehmen von dem Spielstand ist schwieriger. Das kann den Spielstand kaputt machen. So, dann ist das mit dem bionischen Arm auch erstmal durch. Das braucht wenigstens 25 schnellere Produktion. Okay. Meine Mufflo-Dame ist auch schwanger. Das Abrube schon. Also muss er. Er muss ja können, einen bionischen Arm herzustellen, aber der ist wahrscheinlich gerade erst auf die 8 gesprungen. Bei Fähigkeiten. Es ist heute noch ein tiefgreifendes Thema, außer dass die Grünen und FDP verhandeln miteinander.
um die SPD und CDU später zu ärgern. Es ist schön, dass du wiederholst, was ich erzählt habe. Amazing. Was habe ich vor? Als die Frage aufkam, habe ich das direkt beantwortet. Haben die sich schon geeinigt, mit wem sie zuerst reden? Also SPD oder CDU? Das wüsste ich gar nicht. Ich würde mal einfach spekulieren, dass sie zuerst mit der SPD reden würden. Weil... Da wollen die doch nicht ran. Also die wollen doch nicht Jamaika-Koalition machen. Aber bei Ampelkoalition meinen die ja, dass wir die Legalisierung für Cannabis durchziehen im Land. Da habe ich schon so ein paar Verrückte gesehen. Juhu, noch mehr Drogen. Und komm jetzt nicht mit der Argumentation, öh, kifft ja eh jeder. Weil das stimmt ja nicht. Die Situation gibt's doch nicht, dass jeder kifft. Genauso wenig, dass jeder raucht. Die FDP hat heute gesagt, dass sie erst mit der CDU reden wollen und dann mit der SPD. Wissen die Grünen das auch? Ich glaube, ich habe irgendwo eine Waffe verloren. Aber wenn ich die hab draußen liegen lassen, ist sie schon längst verrottet. Machen wir erstmal so. Damit alles ein bisschen fester definieren, ob die jetzt gerade arbeiten oder Entspannung machen. Der Grizzlybär hat im Gehege mein Küken angegriffen. Die FDP kann sich nicht verweigern. Also schwierig. Ja, ist ja deshalb in die Kritik gefahren und hat ja auch ganz schön eigentlich verloren. Weil die meinten, dass Regierungsbildung halt just for fun ist. Deshalb, es wird definitiv wahrscheinlich irgendwas
zusammenkommen. Ob das jetzt FDP mit Grüne und SPD ist oder mit der CDU, naja. Jeder, der sich in dieser Wahl mit der CDU einlässt, der, sag ich mal, Wahlverlierer war, auch wenn die trotzdem immer noch als stärkste Partei mit dabei sind, beziehungsweise zweitstärkste Partei. Ich glaube, der wird einfach abgestraft bei der nächsten Wahl. Und zwar richtig. Dann gehen die Leute das Recht weg. Okay, da ist der böse Grizzlybär. Den sollten wir uns noch eben schnell holen. Naja! Sie greifen sofort an. Da muss ich eh dahin. Vorstand, sie greifen nicht sofort an. Doch, sie greifen sofort an. Und sie haben Granaten dabei. Guter erster Try. Aber ich sag nicht, die versuchen da unten wieder durch die Wand zu kommen. Ach, die Karawane haut ab. Aber ich fasse das nicht. Warum versuchen die immer bei den Tieren reinzukommen? Ja, schön, dass eine Karawane den Mehrfachraketenwerfer verschwendet und sowas. Damit kann ich gut leben. Wie viele Raketen hast du? Okay, das waren alle. Alle Roboter bitte deaktivieren. Hatte ich Glück. Der Dooms-Raketenwerfer, wenn der, sag ich mal, reingelaufen wäre bei mir, das hat ganz schön wehgetan. Hatte sich gerade
Jira? Da war doch die Jira. Okay. Anscheinend ist es inzwischen so, dass wenn die sich einbauen, dann einfach rausfliegen. Da, wo sie sich eingebaut haben. Besser. Hochzeitszeremonie? Ist beendet? Habe ich nie was von mitbekommen, dass sie jemand heiratet. Das wurde im Schlaf passiert. Ich habe blaue Gazelle geheiratet. Ja, wieso nicht? Gehst ins Bett, wachst auf, du hast jetzt eine Ehefrau. Ach, immer noch besser als allein sein. Aber ihr könnt euch jetzt ein Bett teilen, Gott sei Dank. Dadurch spare ich wieder ein Zimmer. Emotionslose Riesenfaultiere. Achtundfünfzig Riesenfaultiere. Dafür würde ich aber Techprinz bekommen. Boah, sogar viele. Leider würden die Riesenfaultiere mich komplett töten. Außer... Brandfallen könnten die Lösung sein. Wie ist dein Nick? Ist es zufällig blaue Gazelle? Juhu, wir haben uns gefunden. Ist schon eine Menge. Wo hast du die denn aufgetrieben? Ach, wahrscheinlich von einem von der Karawane. Aber eigentlich gehört die zerlegt. Ach, weil das eine exzellente ist. Will die natürlich jeder anziehen. Möchte ich aber nicht.
Nee, du spielst jetzt kein Poker, du machst das zu Ende. Danach bekommst du neue Arme. Ja, lass dich vom Notfallroboter reparieren, beziehungsweise behandeln. So, das auch auf beiden Seiten bionische Arme. Dann habe ich jetzt allen Arme, bionische Arme gegeben. Eins bei dir wäre noch ein Bein, wäre auch ganz praktisch. Weil ein linkes Bein ja schmerzt. Dann können wir es auch direkt austauschen. Proof, du hast das Remake von Final Fantasy 7 durchgespielt. Wirst du auch andere Teile von Final Fantasy spielen? Du weißt genau, dass das damals mit dem... mit der Konsole von meinem Bruder war und dass das halt meine... Ja. Es wurde halt einfach mal so gemacht. War jetzt nicht geplant, alle Final Fantasy-Teile durchzuspielen. So, ich guck mal eben, warum ich so komisch vibriert habe. Ich habe übrigens einen Preview-Zugang für das Remake von Alan Wake bekommen. Aber ich glaube, das darf ich erst am 4. Oktober spielen. Dann kann ich das vielleicht endlich mal durchspielen, von Anfang bis zum Ende. Als ich das privat gespielt habe, habe ich abgebrochen. Weil es mich dann doch zu sehr gegraust hat. Mit den ganzen Informationen, was nachher passieren wird. Und ich weiß, man muss nur den ersten Teil spielen und nicht den zweiten. Warum das alles so lange dauert später im Spiel. Verwirrung aufgrund Alzheimer. Dabei ist das ein leichtes Alzheimer. Die hat 5% weniger Bewusstsein. Warum sollte sie dann urplötzlich, ja, mit dem Alzheimer so hadern?
Serena prügelt sich wieder mit anderen Männern. Bringe ihn dann auch wenigstens zur Krankenstation. Also Dragon Quest habe ich gespielt und ich fand die Story nicht so pralle. Das Problem ist auch bei allen Japan-RPGs manchmal, dass einfach entweder gibt es zu wenig Gameplay und dafür zu viel Story oder es gibt einfach viel zu viel Gameplay-Grind für relativ wenig Story. Ich werde jetzt nicht nachgucken, welchen Dragon Quest Teil ich gespielt habe. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass Dragon Quest drauf stand. Im Titel vorhanden war. Gefühlt ist minus 10 Grad draußen. Ich muss dir sagen, es sind definitiv nicht minus 10 Grad. Junge, du kannst jetzt alle neuen Dragon Quest Titel im Chat reinschreiben und ich kann dir nicht sagen, welchen ich davon gespielt habe. Also wenn ich das jetzt am Titel erkenne, wo ich da mal 5-6 Stunden gespielt habe. Entschuldigung für die harten Worte, aber es ist halt leider so. Gute Nacht, Marv. Okay, bei Pilzen nimmt es langsam ab. Am Anfang hat sich das nicht gelohnt, alles zu nutzen. Da war das Pilzfeld einfach zu groß. Du musst zuerst das da drunter machen. So, mehr als zwei Werkschränke kann ich ja nicht verbinden mit dem.
Boah, Jolly, eigentlich. Wo bist du? Hm. Sollte ich dir noch einen besseren Arm geben? Eigentlich nicht. Weil du bist einfach alt, du wirst sterben irgendwann. Wobei, komm. Nehme ruhig den bionischen Arm für die linke Schulter. Vielleicht arbeitest du dann auch einen Tick schneller. Wobei, nein, das Bewusstsein ist das Problem. Brauch Glitzermedizin. Aber wo soll sie herkommen? Meinen Verbündeten anfunken und fragen, ob der was schicken kann. Also eine Karawane. Boah, weigert sich was zu schicken, weil kein Ritter. Händler für exotische Güter. Danke.